Notruf absetzen ist kinderleicht, das kannst auch du. Das bin ich, Lorenz Hofer. Ich bin 6 Jahre alt. Mein Papa nimmt mich manchmal mit zur Feuerwehr. Da lernt man auch einen Notruf abzusetzen. Gut, dass ich das konnte. Warum, das erzähle ich euch. Es war an einem Dienstagnachmittag. Ich spielte in meinem Zimmer. Lorenz, ich hol schnell die Mama. Die ist beim Doktor, ja, gell? Ich bin gleich wieder da. Ciao. Plötzlich sah ich, dass Rauch aus der Garage kommt. Ich war erschrocken. Mama und Papa waren nicht da. Was sollte ich jetzt machen? Feuer? Rauch? Feuerwehr anrufen. Die Nummer? 112. Ist ein Notruf, Feuerwehr und Rettungsdienst? Hallo, hier ist der Lorenz Hofer. Lorenz, wo wohnst du denn? Mergelstraße 6b. In der Mergelstraße 6b in Erlenbach am Main. In unserer Garage brennt's. Habt ihr da ein Auto noch in der Garage stehen? Nein. Sind da noch Leute drin? Nein. Ich schicke dir die Feuerwehr, du gehst bitte raus auf die Straße, machst dich bemerkbar, winkst, wenn die Feuerwehr kommt und schaust auch, dass sonst keiner mehr im Haus oder in der Garage ist. Alles klar, tschüss. Ich lief aus dem Haus und wartete auf die Feuerwehr. Brandgarage Erlenbach am Main, Mergelstraße 6b. Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Erlenbach. Ein Feuerwehrmann kam auf mich zu und fragte, was passiert war. Ja. Ich habe aus dem Fenster geschaut, da hat es aus der Garage gequalmt. Das hast du gut gemacht. Wir gehen mal zusammen rüber und wir gucken mal, ne? Er sagte dann zu den anderen Feuerwehrleuten, was sie machen sollen. Heute hat man wieder gesehen, dass die Brandschutzerziehung der Feuerwehr wichtig ist. Durch das beherzte Eingreifen des jungen Mannes hier hat man Schlimmeres verhindern können. Das war ein aufregender Tag. Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann. Notruf absetzen ist kinderleicht, das kannst auch du.